Menschen recht hat. Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Aber das stimmt nicht. Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Deputy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Thank you.
gewährt. Abriegelung ausgeschaltet.
hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Ich schätze, eine Stadt befreien kann ich von meiner Lebensliste streichen. Sektionen sortiert. Verdammt! Man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Ich treib sie da raus! Sequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich habe dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Vielen Dank. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! Wir können unsere Leute nicht gehen lassen! Sie sterben! Alle für Zerstör die Konsole! Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien! Thank you.
Evakuierung. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Keine schlechte Idee, Hoki. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss und Benzintanks lagert. Systemfehler. Achtung! Systemfehler. Evakuierung. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Kohlenmonoxid entdeckt. Notfall. Wenn du jetzt nicht aufgibst, dann deine Augen wird sowieso beim Kollaps dahin schmelzen. Ach du Kacke! Druckabfall. Kohlenmonoxid, jetzt. Warnung. Gefahr. Bitte eine geordnete Evakuierung durch. Luftfilter kompromittiert. Feuer entdeckt. Rauch entdeckt. Der Vater wird es dir zeigen! Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum Netz. Hier kommst du nicht durch!
Hey! Gott verdammt! So was habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal, was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Das war der letzte. Gut gemacht, Deputy. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Das kann ich nicht.